Stretching gegen muskuläre Disbalancen. Du setzt dich und machst deine Beine so weit wie möglich auseinander. Du gehst mit der rechten Hand zum linken Fuß. Versuche dabei, die Beine ganz durchgestreckt zu lassen. Richte dich wieder auf und geh zur anderen Seite. Richte dich wieder auf und jetzt machst du die Seite, die du schwächer einschätzt, noch einmal. Halte die Spannung und feder noch ein bisschen nach, um noch tiefer zu kommen. Du bleibst in dieser Position sitzen. Setzt deine linke Hand auf und streckst dich so weit wie möglich mit der anderen Hand zur entgegengesetzten Seite. Du wechselst die Seite, schiebe das Becken hoch und mach die Seite ganz lang. Danach machst du die Seite, die für dich schwächer ist, noch einmal. Drücke dich nach oben ab und halte die Spannung. Jetzt gehst du mit beiden Händen nach vorne und versuchst den Fuß zu erreichen. Denke daran, das Bein bleibt dabei durchgedrückt. Das Bein behält Kontakt zum Boden. Andere Seite. Denk dran, du kannst auch ein bisschen nachfedern. Jetzt nimmst du nochmal die schwächere Seite. Du brauchst eine Hand zum Aufstützen, um das Gleichgewicht zu halten, ist das kein Problem. Schließe beide Beine. Versuche die Füße zu erreichen und dich so lang wie möglich nach vorne zu ziehen. Auch hier kannst du nachfedern. Versuche deinen Rücken dabei ganz rund und ganz locker zu lassen. Wenn du nur bis zur Wade kommst, ist das kein Problem. Und noch einmal. Jetzt setzt du das rechte Bein über das linke, nimmst den linken Arm und drückst mit dem Ellbogen des linken Armes gegen das Knie, so dass du den Po dehnst. Der Oberkörper geht damit auch zur Seite. Bau Spannung auf. Andere Seite.
Überlege, welches war die bessere Seite und wiederhole diese noch einmal. Setz dich in den Hürdensitz. Das heißt, das vordere Bein und das hintere Bein bilden einen rechten Winkel. Und das hintere Bein hat auch einen rechten Winkel. Baue die Spannung auf. Versuche, dass das vordere Bein gestreckt ist, das Knie am Boden bleibt und dann gehst du so weit wie möglich nach vorne. Und zwar mit der entgegengesetzten Hand. Halte die Spannung. Und versuche mit dem Kopf so weit wie möglich Richtung Boden zu gehen. Lass den Rücken dabei locker. Und auch hier kannst du durch leichtes Federn versuchen, immer ein Stück tiefer zu kommen. Wechsle das Bein. Versuche das Knie am Boden zu lassen und versuche so weit wie möglich nach unten zu kommen. Lass dabei den Rücken locker. Welche Seite ist die schlechtere Seite? Dann wähle diese noch einmal. Du legst jetzt das rechte Bein unter dem linken Knie durch, streckst das linke Bein lang nach hinten, so lang du kannst, und legst die Arme so lang wie möglich vorne ab. Die Dehnung solltest du im Po spüren. Du wechselst jetzt die Seite. Das linke Bein geht unter dem rechten Knie durch. Du streckst das rechte Bein lang nach hinten weg und legst die Arme vorne lang ab. Halte die Spannung. Jetzt überlegst du nochmal, welches die schlechtere Seite war und du gehst in die gleiche Position und hältst die Spannung. Gehst jetzt in den Kniestand, schiebst das Becken nach vorne und versuchst mit der linken Hand den rechten Fuß zu erreichen und du versuchst das Becken nach vorne zu schieben. Schaffst du es mit dem Becken nicht, versuche trotzdem, den Fuß zu erreichen.
Du wechselst die Seite. Und du probierst noch einmal die schwächere Seite. Zum Schluss atmest du dreimal tief ein und aus.